Was bisher geschah? Ich glaube, ich bin mehr als fündig geworden. Wir sind komplett im eisigen. Ich glaube, ich erfriere langsam. Nein! Komm zu mir! Wir müssen uns auf jeden Fall alle unterstützen, ansonsten wird das hier nichts. Spark, Java, komm gut wieder zurück. Jo, wir bringen dir was mit. Spark, komm jetzt alle weg hier! Mach dich weg! Unser Freund ist am Erfrieren, los geht's! Oh, geht's richtig tief runter. Aber hört ihr das? Mr. Joe! Hallo? Hört mich jemand? Ich hab's euch doch gesagt, dass da jemand ist. Ja, ich glaube Kuba. Auch. Ist der das? Du? Hey, hey Leute! Wer ist der? Und da sind lauter Zombies. Nein! Oh! Wir müssen zu denen runter, wir müssen ihn retten. Geh die runter, ich halte die mit den Stehbällen fern. Wie sollen wir den denn da rausholen? Hat jemand Spitzhacken dabei oder sowas? Ich hab eine. Ich wurde runtergeschossen. Oh nein, mit ins Leute, passt auf euch auf. Ich bin runtergefallen, ich hab ein Bein gebrochen. Okay. Jaffa, ich glaube, wir müssen. Jemand hat mich von hinten runtergestoßen. Ich überlebt. Verdammt! Meine Beine! Oh nein! Kloko, komm runter! Ja, wenn ich jetzt auch springe, ist es smart. Ich esse noch den einen Fisch, dann komme ich. Sag mal, Leute. Nichts essen. Habt ihr zufälliger Wasser dabei oder sowas? Eine leere Flasche, aber da hinten im Aarwasser, soweit ich weiß. Okay. Wir müssen uns beeilen, bevor mehr kommen. Okay. Aber es schaut soweit ruhig aus. Da ist nur eins, das kommt nicht durch. Dann schauen wir mal, dass wir den guten Burschen hier ausbuddeln. Wie ist denn das passiert? Ich habe nach diesem stinkenden Zeug da gesucht und ich habe auch was richtig Cooles rausgefunden. Aber irgendwie bin ich jetzt hier reingefallen und meine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas hat mich geschubst und ich bin mir gerade gar nicht mal sicher, ob ich euch noch trauen kann, weil ich hinter uns war niemand. Ey, Mr. Spark, ich war da wirklich in dem Vertrauen. Oh mein Gott, vielen Dank. Wir hätten keinen Vorteil, wenn wir dich schubsen, glaube ich. Leute, schaut mal, was ich entdeckt habe. Er hat das Feuer gefunden. Da ist wieder ein Skelett. Vorsicht! Ich glaube, wir sollten erstmal hier rausgehen, oder? Der Weg nach unten war leicht. Der Weg nach oben schon mal gar nicht. Und da ist ein ganz Verrückter. Wer ist der denn? Was ist das denn? Okay, ich kümmere mich um den Weg nach oben. Hilfe! Ja. Der mag mich ja gar nicht. Mach diesen. Oh nein! Mr. Joe! Ja, Leute. Mich greift gegen diesen Wesen hier an. Ja? Oh, vielen Dank. Was ist das denn? Oh nein. Oh, ganz knapp auch schon wieder. Ja, ich habe nur noch 2,5 Herzen, Leute. Ich habe 3. Und ich war vorhin auf einem, als wir runter sind. Und ich fange auch jetzt an, langsam zu erfrieren. Es geht schon wieder los. Wir müssen zurück. Ja, hier scheint die Luft rein zu sein. Es ist auch noch Tag. Da ist so ein grünes Mistviech. Haltet euch hier am Hügel. Und dann schräg rauf. Also, wenn mir jetzt niemand etwas zu tragen abgeht, dann war's das für mich. Nehmen Sie meine Hose! Er gibt dir seine letzte Hose. Oh, reicht das? Oh, gerade so gerettet! Leute, lasst hier rausgehen, so schnell wie es geht. Ab die Post hier. Ey, ich bin doch nicht so scheiße, wie ich immer sag. Ich hab mich schon Spark gerettet. Hey, Jeff, was ist drauf? Oh, diese Kälte. Wir müssen ganz, ganz dringend in die warme Höhle zurück und uns mal ein kleines bisschen neue Kleidung machen. Das kann doch nicht sein. Was für eine Höhle? Jaffa ist sehr, sehr gut im Schaf, aber ich hab nichts gesagt. Nee. Diese Monster zerreißen einfach unsere Kleidung. Was habt ihr denn in der Zwischenzeit alles gemacht? Lass dich überraschen. Oh, okay. Du, das siehst home sweet home, sag ich. Jaffa hat schon noch zu Hause dazu gesagt, unterbewusst. Ja. Eigentlich nicht. Ja, Klogon sagt, das ist gut, aber ich sag, das ist nicht so gut. So, dann kommen sie rein in die gute Stube hier. Aber ganz dringend. Wow. Hier, da kannst du mal gucken. Du brennst. Feuer, das nicht. Bringt dich zum Brennen, musst du aufpassen. Jeder Neuling stellt sich immer einmal aufs Feuer drauf. Das tat weh. Aha, ihr habt das willkommen zu Hause. Ja, es ist echt schön hier. Ich sehe, ihr habt also auch schon quasi Feuer entdeckt. Aber ich habe rausgefunden, dass man mit diesem Gestein hier, dieser Kohle, kann man tatsächlich auch sowas hier machen. Das ist so ein kleines mobiles Feuer to go. Und wenn ihr es in die Hand nehmt, könnt ihr damit sogar leuchten. Ey, du Langfinger, gib mir meinen fucking Dollar. Jungs, wie ist der Plan? Was machen wir? Ich sag mal so, ich hab ein bisschen Probleme, Leute. Wenn noch einmal so ein Skelett bei mir macht, so ein Feindschießen, ich hab gar nichts mehr an und dann auch Frierung. Meine Hose hat Mr. Spark, ich hab gar nichts mehr. Ja, wie ich gesagt Ein weiser Mann hat mal gesagt, kalte Knie sind die schwersten Knie.
Ach ja. Das heißt also, wir müssen wieder die kleinen Schärfen wegmachen? Ja, ich würde auch sehr gerne eigene neue Kleidung bekommen, weil die von Hose von Jafar, die stinkt ein bisschen. Oh. Ey, yo, ich erinnere mich, das war die Angst, die ich gerochen habe. Ey, Leute. Okay, ich mach das noch einmal, aber das ist ja wirklich das letzte. Nächste Mal muss jemand anders gehen. Ich kann das nicht. Die machen immer so süß. Mäh. Und dann. Ich kann das nicht. So? Ja, so, genau. Genau so. Okay, Jafar, sei tapfer, nimm den alten Weisen mit und ich werde, mit dir einen Job zeigen, wo wir bei uns hier gute Fische bekommen. Oh, das ist eine gute Idee. Brauchen ganz, ganz dringend neue Kleidung, komm. Ist das Spark? Ja. Wir ziehen das jetzt durch. Ja, kennst du noch die Taktik, die ich dir beigebracht habe? Von hinten in den Nacken klatschen. Genau. Wir werden einfach durchziehen. Ich guck die nicht an. Umso schmerzvoller wird das dann für die. Oh. Nein, Mr. Schärfen. Aber da bleibt unter uns. Das haben wir nicht den anderen Leuten aus der Höhle, dass wir so viele Tiere machen hier kaputt. Nein, 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 nein. Wir haben jetzt so viele Tiere. Das sollte doch reichen, um eine ganze Armee einzukleiden langsam. Ja, das stimmt. Oh, Mr. Kakao-Schärf. Gehen Sie, solange Sie können. Den lassen wir, oder? Mr. Spark, den haben Sie nicht gesehen. Gehen Sie weiter. Mr. Spark, bitte. Hier ist noch einer. Mr. Spark. Ich bitte Sie, lassen Sie Mr. Kakao-Schärf bitte in Ruhe. Der hat sich anscheinend auch schon eingedingst vor lauter Angst. Ist das Spark, jetzt kommen Sie. Da ist noch eins. Nimm den, guck nicht hin, guck nicht hin, genau. Mein kleiner Schokoladenmaus, pass auf dich auf. Lauf weg. Ich würde sagen, wir können noch mal gucken, ob noch mehr in der Gegend sind. Ansonsten machen wir neue Kleidung und gehen zurück oder so. Da ist ein graues, du guckst weg. Das ist nicht deiner, das war jetzt meiner. Ja, ja, passt. Passt, passt, passt. Ich denke mal, wir haben aber genug. Ich würde so ein Stückchen zurückgehen und dann, mal schauen, wie die anderen so drauf sind, ob die genug zu essen gesammelt haben. Ich hoffe mal wohl, ich habe einen riesen Hunger jetzt mittlerweile, ne? Ja, ich habe sogar noch ein bisschen was übrig, ein bisschen Wegzehrung, aber wir sollten gut ausgerüstet sein. Wir wollen ja versuchen, zurückzukommen. Und dann müssen wir ein bisschen, ja. Boah, es wird langsam wieder kalt. Einfach mal zurückgehen, let's go. Lass uns zurückgehen. Oh, ich kann sie schon hören. Wir sind langsam wieder zurück. Oh, hallo Leute. Wir kommen jetzt zurück mit geilem Fleisch und Fellen. Habe ich da gerade Fleisch gehört? Wir haben ein bisschen mehr zu trinken. Allerdings haben wir bei Fisch versagt. Wir wurden nämlich von einem Unterwassermonster angegriffen. Und zwar so richtig. Ich habe nur noch ein halbes Herz gehabt. Jaffa, guck mal. So, guck dir das an. Dann tauschen wir einfach. Wunderbar. Wir haben, einfach drauf grillen. Hier, Mr. Spark. Ja, ich bin der Kleidermacher. Und jetzt habe ich hier ein Machtwort sprechen. An allen. Wenn ihr draußen seht, Mr. Kakaonschaf, wer den einen Fell macht ziehen, der kriegt von mir einen ziehen. Oh. Das ist jetzt mein Freund, der war ein Kakaonschaf da oben auf den Bergen. Den haben wir gesagt, er kann bleiben. Okay. Okay. Alle seine anderen Freunde haben wir aber nicht verschont. Alles klar. Jafar, wird eingehalten. Danke. Dann mache ich jetzt mal für alle neue Kleidung, weil ich glaube, das ist super wichtig. Ah, das sind gute neue Kleider. Sehr, sehr angenehm. Das geht ansonsten nicht. Wir werden komplett zerfetzt da draußen, erfrieren ständig. Wir müssen da was gegen machen. Und endlich sind wir wieder vernünftig ausgestattet. Sehr schön. Ja, wir nennen die Fellkleidung jetzt einfach La Jafar oder so. La Jafar, ja, die neue Marke. Schafar. Let's go. Hier. Eine Modenmarke in den Steinzeiten. Let's go. Die alte Kleidung, die würde ich euch empfehlen. Nehmt die mit. Wenn ihr da irgendwas zerreißt, dann zieht die wieder an, okay? Ja, machen wir. Leute, wir haben Wasser, wir haben Essen, wir haben eine Unterkunft. Ich würde sagen, so langsam müssen wir mal gucken, wo wir hier sind und was wir hier machen, oder? Also der Plan war eigentlich Richtung zurückzugehen zur Eishöhle, wo wir alle gestartet sind, weil wir müssen mal nach den anderen suchen. Ja. Und wollen wir vielleicht das Lagerfeuer und alles mitnehmen auf dem Weg oder kommen wir nochmal hin zurück? Ich glaube, wir sollten lieber bei den anderen schauen, ne? Wir sollten bei den anderen schauen und gucken, was da ist. Ich möchte auch gerne verstehen, was hier los ist. Ich habe hier irgendwie so ein seltsames Item und ich will wissen, was es damit auf sich hat. Und vielleicht finden wir Antworten da an dieser Höhle, wo wir herausgekommen sind. Kroko muss die Zaubersteine mitnehmen. Er ist der Hüter der Zaubersteine. Absolut, absolut. Wollen wir die anderen Zaubersteine auch noch mitnehmen? Weil hier waren noch welche, ne?
Ich hatte noch welche im Inventar. Ach so, das, ja, du vielleicht. Du hast sie hier noch versteckt, ne? Ja. Genau. Nimm mit. Was ist das? Wir haben eigentlich direkt Wasser zu Hause, warum gehen wir raus? Oh. Und schon beginnt ein neues Abenteuer. Eine Quelle gefunden. Okay, ich habe 10 Zaubersteine, das passt. Ich mache jetzt hier, ich mache das aber, lass das aber offen jetzt. Au. Nicht reinfallen. Nicht reinfallen jetzt. Da können wir uns jetzt mal Wasser holen. Jetzt her. Ja, gut, jeder mit Wasser tragen kann, Lagerfeuer abreißen oder einfach nur löschen. Ja, genau, wir löschen das. Hier, schaut mal mit Rechtsklick einfach Schaufel. Mach mal, habe ich es mal ausgehauen. Mhm. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das weitestgehend mit oder basteln uns ein neues zusammen für die Eishöhle. Vielleicht ist da ein besserer Punkt, wo wir ein bisschen mehr Connection zu den anderen haben. Ja, dann lass uns losgehen, bevor die Nacht anbricht. Da ist nur noch Holzkohle rausgekommen. Jaffa, magst du mir noch geben? Natürlich. Ich habe noch eine Bitte, ich habe nur 2 Fleisch. Habt ihr noch ein bisschen Fleisch für mich? Ich brauche nur 2. Was gibst du mir dafür? Eine Flasche Wasser? Hast du mir gerade einen Schneeball zugeschmissen, Jaffa? Oh, Entschuldigung, ich wollte dir eigentlich Fleisch... Ey, jo, nicht werfen! Oh! Vorsicht, Mister, wir sind schon ein bisschen weiter. Wir haben Klump in den Schneeballen. Was ist denn das für ein Schneeball? Oha. Ja, Mr. Spark hat wieder schlau gesagt. Richtig. Warum soll man denn einfach nur Schnee werfen, wenn man da auch noch Steine reinpacken kann? Das ist doch viel besser. Ich habe ja auch eine Perle, die kann ich auch... Ah, was war das? Jetzt gehen wir aber. Bevor sie noch spukt. Ich habe Angst jetzt. Der ist auf einmal komisch geworden, der Mann. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder zurück durch den Wald nach da oben. Ich habe keine Orientierung. Keine Orientierung, alles klar. Ja. Yeah. Der Schnee ist hier richtig tief. Oh Gott. Da hier... Nicht einsinken, nicht einsinken. Nee, alles gut. Mr. Spark, schaffen Sie das denn? Oh nein! Oh Jaffa. Nein, Hilfe! 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 Hier ist ein Wer ist denn? Hilfe! Ja. Und was ist das denn? Wer ist er denn? Ein Eingefrorener. Können wir da rausziehen? Helft ihm mal, helft ihn. Mister. Er braucht was zum Anziehen. Hat jemand was zum Anziehen? Er braucht Wärme. So kalt. Ich hab. Gib die mal. Hier, die Hose, aufpassen. Die riecht ein bisschen nach Jaffa, aber. Ist egal, zieh einfach an. Wer sind sie denn? Okay, jetzt schauen wir erstmal, dass wir dich hier in Ruhe rauskriegen und dann klären wir die Frage, wer ist. Ich bin schockiert. Wir sollten schauen, dass wir in eine Höhle kommen. Damit wir müssen ganz dringend zurück. Höhle machen und dann nochmal ein Lagerfeuer anzünden. Kommen Sie einfach mit, wir machen schnell. Komm nicht auf blöden Gedanken, wir haben Schwertern. Jetzt einfach los, nicht so anstellen, der Rentner hier bin ich. Ich laufe schon, ich laufe. Bitte tun Sie mir nichts. Wenn du nichts tust, tun wir nichts. Ich mach nichts. Mir ist so kalt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter den Berg hoch. Ihr lauft gerade vorbei an der Bergspitze oben. Hier rauf. Über den Gletscher, aber dann nicht in so einen kleinen Gletscherriss reinfallen. Das ist ganz gefährlich. Ich behalte mal mit dem Auge hier hin. In Eis kann man wenigstens nicht einsinken, ne? Aber es kann zerbrechen. Hier haben wir eine Höhle, aber ich glaube, das war nicht die, wo wir hergekommen sind. Wo sind wir denn? Es ist alles so kalt. Ja, das erzählen wir gleich, mein Freund. Jetzt erstmal müssen wir uns selber hier auf unser Leben konzentrieren. Oh. Keine Fragen stellen. Hier zur Seite. Schau mal. Oh. Da brennt Feuer. Gehen? Ja, wir haben keine Wahl. Los, jetzt rein. Ist da jemand noch anders da? Nein, ich sehe niemanden gerade. Oh ja. Wärme. Oh, super. Oh. Toll. Ich glaube, das ist das Lager von einer der anderen. Hoffentlich denken die nicht, dass wir was klauen wollen oder so. Was gibt's hier denn zu klauen? Hier ist einfach eine Holzstämme. Stimmt auch wieder. Ich mach ein Dach. Ah, hier drüben. Schau mal, eine Schlafmatte. Oh. Jetzt aber mal zu unserem neuen Fund. Wer bist du denn und was machst du hier? Mir ist kalt. Ich erinnere mich nur noch irgendwas mit Eiern und O's. Ios 100 heiße ich. Okay. Kroko ist mein Name. Hier drüben haben wir Spark. Hallo. Okay, und Sie? Du stellst mir zu viele Fragen, mein Freund. Erstmal sind wir dran. Du kommst hier in unseren Kreisen. Warum hast du in deinem Namen eine Zahl? Er ist ein Roboter. Weiß es ehrlicherweise nicht. Was ist ein Roboter? Roboter? Dieser Begriff sagt mir auch schon wieder was. Ich hab doch... Hände, Füße. Ich bin Joe. Das würde auch ein Roboter sagen. Ja, ich mach nur ein bisschen Show, Mister. Ich bin Jaffa. Okay.
Und was machen Sie hier? Warum sind alle so dick eingepackt? Also kalt ist es ja, aber warum sind Sie hier? Ich habe keine Ahnung. Wir sind irgendwie in der Höhle alle aufgewacht mit vielen Menschen und dann kam da plötzlich so ein Viech, hat sich als Gaia vorgestellt und gesagt, dass wir hier überleben müssen. Wir haben alle, glaube ich, keine Ahnung. Oder habt ihr mittlerweile rausgefunden, warum wir hier sind? Ansonsten alles in dieser Welt will uns ans Leder. Ja, offensichtlich. Lass uns doch vielleicht einfach mal in diese Höhle gehen, weil du bist ja nicht in der Höhle gewesen. Vielleicht kommt dir irgendeine Idee, was das für eine Höhle ist. Vielleicht kommt die dir bekannt vor oder so. Spark, wo war die Höhle? Du kennst dich doch vielleicht aus, oder? Die müsste gleich um die Ecke sein. Ich habe mir den Berg gemerkt. Und es kann schon sein, dass wir noch mal Spuren finden, weil wir sind ja sehr überstürzt praktisch da rausgekommen und losgelaufen. Auf die Suche, Leute. Okay, dann folge ich euch einfach. Vorsicht, ja, Feuer ist heiß. Du läufst vor uns auf jeden Fall. Ich behalte dich noch mal ein bisschen im Auge. Ich glaube, wir sollten ein Loch hier reinschlagen. ich gebe auf. Mach hinter uns wieder zu. Ist auf jeden Fall sicher. Als ob sich keiner an sein früheres Leben erinnern kann. Bin ich der Einzige, der noch was weiß und Erfahrung mitbringt? Ich glaube, das ist scheinend, ja. Du weißt mehr als ich. Du bist der Einzige, der weiß. Wie bitte? Du sagst die ganze Zeit Sachen, die mir bekannt vorkommen, aber ich weiß nicht, woher. Ich habe da einen Tipp für dich. Setz dich mal an einen Sonnenuntergang und setz dich so hin und guck da hin und überleg mal ein bisschen mit Gehirn. Genau, ja, solange bis die Iris ausbrennt. Ja. Hast du das ja schon mal gesehen? Weißt du, was das ist? Ein rotes, leuchtendes Mahnmal? Nee, das war das denn? Ja, die quatschen wieder über diesen komischen Block, den Joe mit sich rumschleppt. Was ist das da vorne? Oh. Konzentriert euch mal auf den Weg. Da steht eine Inschrift. Für Petrit. Wer ist Petrit? Wer ist Pentlind? Was ist das? Ist das eine Uhr? Das ist Musik. Wollen wir jetzt weiter? Hey, Leute, heißt jemand von euch Petrit? Nein. Aber ich würde es ehrlich gesagt gerne mitnehmen. Ja, warum nicht? Wow. Oh. Ah, das ist ein Schwert. Aha. Du hast ein neues Schwert, aber du bist nicht Pentrind. Dann nehmen wir das Schwert von dir einfach und tun das da rein, da freut sich der Pentrind. Meinst du? Das heißt übrigens nicht Pentrind, sondern Petrit. Pentrind. So, wow. Ja, das sieht aber schon ein bisschen anders aus. Boah. Fällt nicht auf. Fällt nicht auf. Komm, wir gehen weiter davon. Das war ein Geschenk. Ja, aber und ist Geschenk weiß er nicht. Mehr. Er kennt ja sein eigenes Geschenk nicht. Es sieht nach Zivilisation aus. Ja. Auch hier sind weitere Barrikaden gebaut worden. Ist das zwei Schafe? Ist das die Höhle, von der Sie berichtet haben? Das ist die Höhle. Das sind wirklich Schafe. Aber ich glaube, die sind extra eingepfercht. Ja, ich halte mich mal kurz zurück. Also Schafe kennen Schafe auch nicht. Ja. Ich musste mich schon zurückhalten, Mr. Spach. Das war die Höhle, wo wir gelandet sind. Hey, Jafar, hast du Blut geleckt? Ja, jetzt schon. Und hier ging alles los. Hier ging alles los und ich glaube, die anderen haben sich so ein bisschen häuslich eingerichtet. Mhm. Oh. Aber ganz ehrlich, man sieht hier halt auch nichts, oder? Es ist doch nichts Ungewöhnliches an der Höhle. Es gibt hier... Haben Sie gar keine Angst, dass der Monster wiederkommt? Erze an der Wand. Ja, wir sind mittlerweile ein bisschen ausgerüstet, oder? Wir haben alle Äxte, wir haben eine Wollrüstung. Ich glaub, ja, ich sag mal so, ich habe kein Schwert mehr. Ich bräuchte auch einmal die Crafting-Künste des Ältesten. Das ist kein Problem. Ich habe komplett Werkzeuge für alle hergestellt. Ich würde einfach mal durchgehen und nochmal ordentlich neu machen. Ich darf hier nichts machen. Ich habe hier gerade eine Fackel platziert und darf die nicht abbauen. Das ist eben nur den Ältesten vorbehalten. Jetzt, wo wir hier alle so gemütlich beim Feuer sitzen, was hat es hier eigentlich auf sich? Irgendwie verspüre ich Durst, Hunger? Wie überlebt ihr hier? Also, du musst zusehen, dass du natürlich sehr viel am Trinken bist. Wir können das Eis teilweise schmelzen. Oder wir müssen runter an den Fluss und dann kannst du diese Flasche mal wieder auffüllen. Okay. Ich habe jetzt meine, irgendwie hatte ich zwei. Ich weiß gar nicht, wo ich die andere herbekommen habe, aber einfach trinken. Ja. Mr. Kloko hat vorhin viele gemacht. Du solltest immer schön viel Gesundheit, getrunken haben, schön viel Essen haben und dann wird deine Gesundheit auch wieder besser werden. Okay. Das sollte ich hinbekommen. Von meiner Onkel Joffrey, wir haben das Beste vom Besten. Wenn du das nicht ehrst, dann kriegst du nie wieder was von Onkel Joffrey. Hier, guck dir das an. Ey, du Langfinger, schon wieder.
Ist das Fleisch? Das ist das beste Schärffleisch, was du hier auf dem Planeten siehst. Mhm. Die Schärfe wurden mit Tränen geschlachtet. Ich grill auch noch mal ein bisschen mehr. Ich habe noch was übrig gehabt. Danke, lieber Jagdgott. So schnell bist du zum Gott aufgestiegen, Jafasha. Let's go. Kniet nie. Nein. Mann, wer zum Bleib kommt. Der heilige Gott des Schafes. Und achte darauf, dass du den aufteilst, ne? Pass auf, der hat noch ein Trauma vom ganzen Schlachten. Es ist ihm zu Kopf gestiegen, das Ganze. Ich sehe schon eine sehr, 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 sehr verrückte Truppe hier, bei der ich gelandet bin. Wart mal ab, bis du die anderen siehst, die sind richtig laut immer. Ich habe schon Angst. Und wart mal ab, bis du Gaia kennenlernst. Ja gut, Leute, dann, ich würde Folgendes vorschlagen. Hier scheint ja schon jemand sich breit gemacht zu haben. Wir sollten mal warten und gucken, ob noch jemand kommt. Vielleicht können wir auch so ein kleines bisschen mal rausgehen und um die Ecke schauen, weil alleine ist das, glaube ich, auch hier ein bisschen zu hart. Wollen wir einfach mal so uns ein bisschen verteilen, schauen, was abgeht, hoffen, dass der Schneesturm vielleicht ein bisschen nachlässt und noch mal ein bisschen die Gegend uns anschauen. Gut, ja, aber dann sagen wir nicht weiter als 200 Meter, nicht, dass wir wieder einsuchen müssen. Ich habe keinen Bock mehr auf Nockenhöhlen. Okay, wir bleiben in Rufweite. Ich gehe in diese Richtung. Hier unten sind Blutspuren, falls ihr noch nicht gesehen habt. Vielleicht kann man denen auch noch folgen. Perfekt, okay, wir gucken mal. Ja, Blut ist nichts für mich. Ja, dann geht nicht zu weit und wir sehen uns. Jo. Ja, passt auf euch auf, Jungs. Ja, ciao.